Am 9. Oktober 2013 wurde sie beschlossen. Die Gerichtsstrukturreform. Seit dem 6. Oktober 2014 werden kontinuierlich die Amtsgerichte im Land von 21 auf 10 reduziert. Immer wieder Demonstrationen, sowohl Bürger als auch Mitarbeiter an den Amtsgerichten befürchten massive Nachteile. Seit Dienstag wird die Reform nun auch in Ludwigslust und in Parchim umgesetzt. Ab sofort ist Andreas Merklin der Amtsgerichtsdirektor für den neuen Bezirk. Er bekommt heute Besuch von Vertretern des Justizministeriums. Wie verlief der Umzug? Wie lange brauchen die Mitarbeiter, um sich an die Veränderungen anzupassen? Das Amtsgericht in Parchim ist ab sofort Zweigstelle des Amtsgerichtes Ludwigslust und ausschließlich zuständig für Grundbuchsachen, Vollstreckung, Versteigerungssachen und in Bußgeldsachen. Und dann haben wir eine Zuständigkeit in beiden Häusern für Betreuungssachen, für Nachlasssachen, für Familiensachen, für Jugendstrafsachen des Einzeljugendrichters. Und wir haben eine ausschließliche Zuständigkeit in Ludwigslust für die Zivilsachen und für die Erwachsenenstrafsachen. Ziemlich verwirrend, zumindest in der Anfangszeit kann es also vorkommen, dass die Bürger gar nicht wissen, welches Amtsgericht nun für ihr Anliegen zuständig ist. Sie können natürlich Anträge auch in Ludwigslust stellen, aber es kommt dann ein Zeitverzug dazu. Wir müssten diese Anträge dann von Ludwigslust nach Parchim weiterleiten. Und das kann dann, wenn es auf rangwahrende und auf fristwahrende Anträge ankommt, unter Umständen eine zeitliche Verzögerung bedeuten. Deswegen empfehlen wir den Bürgerinnen und Bürgern, solche Anträge, bei denen es auf eine Rangwahrung ankommt, direkt hier in Parchim bei der Zweigstelle zu stellen. Was für die Bürger also nun erhebliches Umdenken und eventuell auch Komplikationen bedeutet, das Land hat erhebliche Einsparungen, die dringend nötig sind. Das Ministerium rechnet mit schnellen Einarbeitungszeiten in den umstrukturierten Häusern. Nach dem Eindruck, den ich habe von den Gesprächen mit dem Direktor des Amtsgerichts, der Bezirk hat sich ja nun vergrößert, und auch mit der Geschäftsleiterin, wird es nicht lange dauern, bis Normalbetrieb herrscht. Das macht alles einen sehr guten Eindruck, und auch nach den Berichten können, glaube ich, alle sehr zufrieden sein. Es gibt immer noch wieder Sachen, die anfallen, und es wird auch nicht sofort alles reibungslos verlaufen, aber es wird, glaube ich, zeitnah gut klappen. Vorerst heißt es also für jeden umdenken. Mindestens bis September, dann wird das erfolgreiche Volksbegehren gegen die Gerichtsstrukturreform erneut besprochen. Was dann passiert, das ist noch ungewiss.